vom Kanal Hartz IV Lounge. Wie versprochen präsentiere ich euch heute meine Klamotten, versuche die neuen aus der Kleiderkammer ziehe ich an und probiere, ob sie passen und kombiniere gleichzeitig mit alten und neuen Bekleidungsstücken, die ich auch entweder im Schrank hatte oder aus der Kleiderkammer geholt habe. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Werde ich mal eine habe ich Moment, ihr seht mich gar nicht mehr, ganz ich gehe mal ein Stück weg. So, ich habe heute eine Jeans mit Schlag an und ein gestreiften Pulli, Baumwolle, und dazu könnte man zum Beispiel meinen neuen Wollsacko probieren. So aussehen, hält schön warm, hat Reißverschlüsse an den Seiten, dass nichts rausfällt. Und dann könnte man entweder ein schönes Seidentuch machen, wenn es zwar kühl ist, aber noch nicht allzu kalt, hier rumschlingen und dann Dreieck zuknoten. Dann hat man wenigstens einen kleinen Schutz. So. Und dann, oben am Kopf. Da habe ich, das habe ich vergessen, bin gleich wieder da. Ich habe was vergessen. So, da bin ich wieder. Habe ich hier einmal so eine schöne Mütze, damit es am Kopf nicht kalt wird, weil ich im Augenblick ja so kurze Haare habe. Also schön kuschelig weich, habe Kaschmir mit drin. Allerdings werde ich da noch, ich gehe mal näher ran, die Knöpfe gefallen mir nicht, die werde ich auswechseln. Und dann ist hier noch ein Schild dran, wo Kaschmir draufsteht, aber das muss ich nicht haben. Ich muss dich damit angeben. Ich weiß, dass es drin ist und es reicht mir. Ah ja, und die Schulterpolster, die hier drin kommen noch raus. Meine Schultern sind breit genug, ich brauche keine Schulterpolster. Ja, womit kann man das kombinieren? Da gibt es viele Möglichkeiten. Haben wir hier einmal, ups. Okay. Sportlich mit Turnschuhen. Oder etwas feiner mit Ballerinas kann man es kombinieren. Ansonsten habe ich hier auch noch so eine Loafer, die kann man auch dazu anziehen. So, man könnte auch statt dem, wenn es noch nicht ganz so kalt ist und zum Beispiel, ich knote mal, rutscht mir das nicht immer weg. Also wenn es noch nicht ganz so kalt ist draußen, dann kann man zum Beispiel auch einen schlicht oder greifenden Trenchcoat drüber ziehen. Ist auch immer sehr lässig. Oh, was finde ich denn da? Ein 20-Cent-Stück. Ja. Ganz kurz, und wie gesagt, Schuhe, wie ich eben gezeigt habe. Und wenn man, wie ich jetzt, Schlaghosen anhat,
Leider seht ihr das nicht so gut. Mein Handy ist nur begrenzt. Ich kann ja mal versuchen. Aber ich glaube nicht, dass man da mehr sieht. Nee, sorry. Ja, die Schlaghosen sollten schon etwas länger als normal sein. So dass, und ja, wenn möglich, auch vielleicht ein bisschen Absatz haben, die Schuhe. Damit das dann nicht ganz gut aussieht. Aber ich kann leider aus gesundheitlichen Gründen keine zu hohen Schuhe tragen und deswegen greife ich auf flache Schuhe zurück. So, dann haben wir das nächste Outfit. Moment. Wieder hinhängen. Jetzt probiere ich. Ich bin aus dem Bild. Ich probiere kurz nach. Ich ziehe mir kurz eine Hose an. Ich ziehe jetzt die Stoffhose an und hoffe, dass die mir passt. So, ja, die passt, aber ein paar Sit-Ups, ein bisschen mehr Gymnastik noch, darf es sein. Aber sie passt schön lang, schön weit. Ich mache jetzt mal das Tuch ab. So, was kann man jetzt dazu anbieten? Man kann zum Beispiel den grünen Pulli anziehen. So. Und dazu ein schönes Tuch. So, was kann ich jetzt dazu kombinieren? Feine Hose, ups, habe ich hier eine schöne Schuhe, nicht zu hohen Absatz, was wird sein, 3 bis 4 cm, das geht bei mir gerade noch, sind schwarz, die könnte ich dann schön zu der Hose tragen. Ich werde unten fahren, damit ihr die mal seht. Sieht man nicht besonders gut, ich weiß. So, dann gehe ich mal weiter weg. Leider hat sie keine Taschen, aber ansonsten ist es schön. So, gucken wir mal kurz hier das Tuch, das geht nämlich auf den Sack. So, dazu wiederum auch wieder entweder den Trenchcoat mit den schwarzen Schuhen oder wer es lieber sportlich mag, eine Lederjacke und dazu ein anderes Käppi und wieder die Turnschuhe. Ja, damit seid ihr auf jeden Fall cool und lässig angezogen, trotz der etwas feineren Hose. Man könnte natürlich auch einen schönen Cardigan darüber ziehen. Das würde zum Mut auch gehen. Aber sieht
glaube ich, ein bisschen langweilig aus. Ihr könnt mir ja sowieso mal in den Kommentaren drin lassen, welche Kombination ihr am besten findet und welche Farbe mir am besten steht. Gut, dann weiter im Text. Ich habe ja noch andere. So, ich ziehe mir mal kurz die Sachen aus und ziehe andere dafür an. Sehen. Striptease will ich ja nun nicht hier hinlegen. Da hätte YouTube was dagegen. Und ihr sicher auch. Gut. Hier die nächste Hose an. Seine gerade geschnittene schwarze Jeans, die in sich graukariert ist noch. Ich glaube, das wird nichts. Da müsste ich ein paar Jahre länger noch machen. Leider geht diese Hose nicht zu. Ich krieg sie über ein Bubo, aber ich krieg sie nicht zu. Schade. Nächste Hose. Eine schwarze hätte ich schon gerne. Ja, die sieht schon besser aus. Ja. Geh mal ein Stück weg. Ist eben schwarz und gerade geschnitten. Passt zu allem dazu. Jetzt versuche ich mal am Pulli dazu. So. Na. Ich habe hier so einen schönen hellblauen, taubenblauen, wie ihr auch nennen wollt. Da würde zum Beispiel jetzt schön die Strickjacke passen. Und hier habe ich ein schönes Tuch. Da ist hellblau, braun und schwarz mit drin. Passt also ideal. So, umbinden, verknoten. Und dann seid ihr locker und lässig angezogen. Zu Hause, war zum Shoppen, Hose ist bequem, kneift nicht. Und dazu eben, je nachdem, was man vorhat, entweder würde ich die anziehen, die Ballerinas, oder weil im Tuch auch weiß drin ist, würde ich meine Turnschuhe anziehen. Ja. Und wenn man was Feines, ja was Feines, Feineres vorhat, nimmt man eben diese hier mit Absatz. Man könnte auch jetzt dazu als Gegensatz, Moment, die Lederjacke kombinieren, dann ein relativ, wo habe ich denn jetzt den, das Tuch, einmal knoten und dann, wenn es etwas kühler ist, habe ich hier so eine schöne Boots, die sind auch schön warm gefüttert für den Winter und die könnte ich dann dazu anziehen. So,
haben wir denn noch? Wir haben noch eine Hose, die ich anprobieren kann. Ups. Ich weiß nicht, passt. Ich habe noch einen Schal, vielleicht passt der auch dazu. Ein bisschen leopardmäßig, würde auch dazu passen. Ich habe gerade gegessen, mein Bauch ist voll. So, dann probiere ich die letzte neue Hose an. Das war eine dunkelblaue Hose. So eine Art Skinny. Gott sei Dank habe ich schmale Hüften. Da kriege ich auch kleinere Größen über meinen Hintern. Aber am Bauch muss ich auch hier noch ein bisschen Gymnastik für machen. Aber es passt. So. So. Passt am Popus. Vorne ist noch ein bisschen eng, aber geht noch. So, was können wir jetzt dazu machen? Da könnten wir den Blazer wieder anziehen. Und das Tuch dazu. Und wo habe ich jetzt meine andere Mütze? Ja, wenn man das sucht. So, mein Käppi wieder aufsetzen. Und dann würde ich das so. Und dazu würde ich dann sportlich Turnschuh und fein die braunen Ballerinas anziehen. Was haben wir jetzt noch? Genau, die weiße Bluse. Da muss ich jetzt mal in die Ecke gehen. Na. Das Hemd oder die Bluse, je nachdem, ging eigentlich bei Herrn, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was es nun ist. Geknöpft wird es irgendwie wie bei da, wie bei Frauen. So, dann kann man das hier vorne. Entweder lässt man das raushängen. Ich bin nicht gut vorbereitet, wie ihr seht. So, dann schlägt man das um. So, dann könnte man das zum Beispiel hier vorne zubinden. So. Und nee, das sieht glaube ich scheiße aus. Ja, auch mal. Dann lässt man das so hängen. Dann guckt unten aus der Lederjacke raus. Und dann habe ich hier so eine Art Schal in Art Burberry-Muster. Ist aber fake. Und dann kann man das hier tragen. Und dazu würde ich dann die Mütze aufsetzen und dann entweder die Turnschuhe anziehen. Turnschuhe oder die Boots.
bisschen bockiger aus. Oder man kann es etwas feiner. Mit einer Strickjacke drüber. So. Ich bin ein bisschen grobmotorisch. Das dauert bei mir immer alles ein bisschen länger. So. Dann kann man den Kragen hier hochmachen. Der ist natürlich festgeknüpft. Ihr wisst, was ich meine. Kragen hoch. Und dann entweder hier die Ärmel umschlagen. So. Und dann habt ihr hier schön warm halt im Winter. Heizung fällt ja meistens sowieso jetzt dieses Jahr aus. Und dann muss man warm eingepackt sein. So, jetzt habe ich noch eine Möglichkeit. Statt der braunen Jacke habe ich noch eine rote. Im Schal ist Rot mit bei, das würde also passen. Da würde ich dann allerdings eine andere Hose anziehen. Zum Beispiel die schwarze, die ich davor anhatte, würde ich da anziehen. So. Und das Hemd würde ich dann in die Hose reinstecken. Also wenn ihr keine Angst vor Farbe habt und aufzufallen, dann kann ich das euch anraten. So, ihr müsst euch vorstellen, ich mache das jetzt mal vorne, hier vorne in die Hose. So. Und den, das verabschiedet sich auch immer wieder. So. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Aber irgendwie sitzt die Strickjacke immer zu weit vorne. Zurecht zuppeln, damit es richtig sitzt. So. So in etwa. Also verzeiht mir, dass das ein bisschen sehr provisorisch ist. Ihr sollt euch auch nur vorstellen, was man mit was kombinieren kann. Und dass man durchaus im in der Kleiderkammer oder auf Secondhand-Plattformen im Internet oder Secondhand-Läden vor Ort durchaus gute Ware bekommen kann. So, dann habe ich noch einen Pulli. Moment. So, wird langsam warm. Einen grauen Pulli habe ich noch. Mal schauen, wie der sitzt. Also drei Viertelärmel. Aber irgendwie. Den müsste man auch reinstecken, damit er einigermaßen sitzt. So richtig gefallen tut er mir nicht, muss ich sagen. So richtig rum. Ja. Ich glaube, den gebe ich wieder zurück. Den spende ich wieder zurück. Ja. Aber ich wollte euch einmal noch mein Sahnestückchen, den Mantel, zeigen, damit ihr Eindruck habt, dass ich den auf jeden Fall noch ändern muss. Der passt mir, aber er ist zu lang. So.
Da sind auch wieder Schulterpolster drin, die kommen raus. Und dann wird das ungefähr so auf Knielänge wird er gekürzt. Und aus dem Rest, was unten übrig bleibt, mache ich mir dann noch einen Gürtel, um den auf Taille zu bringen. Ich weiß, ihr könnt jetzt nicht viel sehen. Er geht mir bis unten an den Knöchel, der Mantel. Ist auch eigentlich aus der Herrenabteilung, aber er ist aus 100% Schurwolle und sowas kriegt man nicht für 5 Euro sonst. Und der ist sehr gut gepflegt und erhalten. Wenn ich den abgeändert habe und den Blazer auch, dann zeige ich euch den nochmal bei Instagram. Ja, das war's dann. Ich hoffe, ich habe euch genug Inspirationen gebracht und Ideen und ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Achso, gebt mir bitte Däumchen hoch und schreibt mir in die Kommentare, was ihr am besten fandet. Und vielleicht lasst ihr mir auch noch ein Abo da. So, jetzt aber. Tschüss.